23. Also ich muss einfach so reden, dass von der Zeit hinkommt. Kannst du ein bisschen kurz da schauen, wenn du ihn dann schaue ich nicht, oder er hilft mir. Du darfst mit mir zusammen schauen, wie sie es machen. Das sind ja so hinteren nehmen. Ja, aber sie darf sich dort schon. Sie kann schon so. Ja, sicher, sie macht es jetzt doch es ja. Nicht zeisig. Dann darfst du schon ein bisschen Zeit nehmen. Ja, sicher. Es ist ja wichtig, dass wir ein bisschen Zeit brauchen. Das ist einfach so. Es soll ja einfach. Wie also, du kannst eigentlich plötzlich genau so, wie du jetzt gemacht hast. Ja. Wir stehen am Richter. Aber ich stehe mal jetzt gerade filmen. Ja, wir nehmen da behind the scenes. Und dann ist der Schnitt von dort hinein, wenn ich da gerade zum Kurve komme. Ja, sobald du auf mich zukommst, ist echt ein Schnitt. Ja, ja. Wie du siehst, nachher, wie sie da und rumkommt cool. Und so. Und ist nicht schön in mir. Dann mache ich eigentlich von da hinten, dass wir da im Hintergrund haben, mit der Lampe und rein. Schon? Okay, oder nicht? Kamera, go! Ton, go! Deception 2, Roll 1, Szene 1, Shot 2, Take 2. Zickfuck aufgespürt. Vom Barbie-Feder fällt in die Spur. Scheiße, wieso ist er abgestürzt? Ton, go! Deception 2, Roll 1, Szene 1, Shot 3, Take 5. Nachher schaust du, kannst du so den Bild wegnehmen. Dann schaust du es so an. Und dann nachher tust du da eigentlich da lesen, was da steht. Oder hast du wieder beschrieben zu dem Bild und nachher gehen eigentlich die wirklichen Dokumente. Und dann sieht man auch, dass ich da schaue und lese. Ja, voll, voll. Kamera, go. Ton, go. Deception 2, Roll 1, Szene 1, Shot 5, Take 2. Mal schauen, was der David so vorhat für die letzte Mission. Kamera, go. Ton, go. Deception 2, Roll 1. Szene 1, Shot 6, Take 1. Kamera go, don't go. Deception 2, Roll 1, Szene 1, Shot 8, Take 2. Was hat da alles mit dem David zum Verschwinden zu tun? Kamera go! Don't go! Deception, Szene 1, Shot 2, Take 1. Go! Deception, Szene 1, Shot 5, Take 4. Da Kamera go! Don't go! Deception, Szene 1, Shot 10, Take 2. Fabio? Ja? Ready für den Tag? Ja, sicher. Was ist heute der Plan? Zuerst am Abend die Szene vom Oliver, wo er das Auto findet. Filmen den wir. Und dann nachher den ganzen Tag Fahrszene im Berliner Pass. Meinst du, da wird was? Ja, muss. Ich hoffe, dass da eine Kamera zeigt, auf dem Berliner Pass landet, sondern wird mit uns mitkommt. Aber sonst ist schon gut. Aber dafür ist da unten verantwortlich. Ja, der war kaputt. Ist der gefahren, Alter? Ja. Ja, eben darum. Ja. Hey, weißt du, wenn ich da hinkomme? Ja.
Jetzt die Szene wegfahren, die Szene wegfahren, einsteigen. Er läuft daher, einsteigen, wegfahren. Okay, Kamera, go, don't go. Deception Szene 6, Shot 8, Take 3. Ready, go. Eigentlich Flugzeug aus Flugzeugperspektive, dass eigentlich vorne ein Flugzeug ist, wie es auf den See zugeht. Weißt du, was ich meine? So. Ja, genau, aus Flugzeugperspektive in dem Sinn, weißt du? Ist halt eben 10-mal früher über eine Schule. Ja, genau. Das sieht schon geil aus, wie noch auf der Matratsch. Nein, nicht auf der halt auf den Stausee führen. Ja, ich muss mal schauen. Nein, schau mal, der ist da. Der kommt nachher gerade. Also, dann machen wir, ja, das ist der Kleine zuerst, ja, genau. Ja. Ja, das Gefühl. Er hebt, er ist nämlich nicht durchgegangen. Was filmen wir zuerst? Am besten machen wir es reihenfolgmässig. Das machen wir dann gleich. Also die schwierigste Szene ist zuerst wegen den Sitzen nachher. Ja. Mhm. Am besten wirkt es halt, wenn du nicht schon so schaust, sondern wenn du wie wegschaust, dann schaust du rauf, siehst ihn und nachher fängst du nach, griffst ihn und drückst ihn gegen die Wand, die Seite ist dran. Genau. Sehr schön. Oh, wieder mal ins Hier. Sonst müsst ihr dich so weit führen, dass der Ball, das ist viel realistischer, wenn er da ist. Er hat noch ein Blut verschmiert und du bist am Boden. Und dann will ich, dass du so zu den Waffenführern gehst am Boden noch. Weißt du? Das finde ich so ein bisschen mega kaputt realistisch. Mhm. Oder? Und auch da, dass du so siehst, du greifst so nach hinten und packst die Flasche und haust in so einen Grind an. Oder? Hey, Marcel, kannst du schon dort hinten hocken? So, das warme Glas, kopier da wieder an heute. Warte, ich filme noch, weißt du? Warte, was? Steht mal ab. Gut, jetzt. Go! Merci. Ja, weißt du, wie die Katzen drauf sind? Gib ihm ein bisschen mehr Licht. Hey, gib ihm mehr. Ja, komm, gib ihm hey. Mach zuerst nicht. Zune aus dem Baum. Wir können auch verlieren. Aha, Gräder machen? Nein, zu mir in den Abläden und sich ausstellen. Mehr. Noch viel mehr. Jawohl. Boah, gerade Todesblind. Gut, Kamera, go. Don't go. Deception Szene 1, Shot 11, Take 3. Gut.
warte, ich geh raus. Komm. In dem Fall bin ich heute bei euch zu Gast, hä? Sind ihr bereit? Sicher mal. Und oben aber Jacob steht, also Jacob und den Zeichner. Das ist vielleicht lässt du mal schnell die Jungen, dann weißt du, wie das so. Gut. Wir sind hier bei ihm. Wie kann ich euch sagen? Ja, du sagst immer Deception, Szene 1, weißt Shot du, 1, Szene 2. Das ist? Ich ja, sobald nicht mehr die gleiche Szene hat, nicht mehr ein neuer Shot ist. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn du nochmal machen, weil es nicht gut war, dann nachher Take 2, Take 3, Take 4, aber der Rest bleibt gleich, oder? Okay, also machen wir es schnell einmal durch. Wir können ja nachher alles im Weg, dass sie perfekt rein können. Und der Schule kann nachher 10 nachher beobachten. Du kannst ein bisschen aufs Screenplay schauen. Kamera go. Ton go. Deception, Szene 1, Shot 1, Take 3. Kamera go. Ton go. Deception, Szene 1, Shot 3, Take 3. Exchange. Gut. Passt. Liebe. Ihr zwei duschen noch. Ich möchte, dass er hier hockt und du am Boden gehst. Das ist so potent ausgesehen. Nein, nicht gerade. Weil er halt der Hauptteil ist, dass er etwas höher oben ist. Und den Schiff besser hinleiten. Also, wenn wir immer noch laufen dürfen. Also, schnell. Langsamer laufen. Ja, also, ihr am Anfang kurz. Sonst kommen sie fast nicht nach. Ja, das Go, die 7, 10, 1, Shot 9, Take 2. Go. Ich habe nicht nachher geschrieben, Leopold. Nicht, wenn es genau. Go. Geben wir mal kurz Licht, sonst geht es bald. Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir noch höher bleiben, die kommt gut. Der Eis schaut 18, Take 3. Go! Kompass beim Gear vorne die GoPro an und wir können uns mal Richtung Labor verschieben und dann machen wir dort noch die nächste Aufnahme. Wo geht's? Licht. Wo geht's? Komm da. Ja. Kann man go? Don't go. Reception, Szene 1, Shot 26, Take 3. Kann man go? Don't go. Reception, Szene 3, Shot 8, Take 1.